Dann merkte ich schon, wie ich aus meinem Körper heraus hochschwebte und dieses Phänomen war, dass ich gleichzeitig mich schon von oben aus dem Körper sah, wie ich mich an der Tischkante festhielt. Und ich entfernte mich immer mehr von meinem Körper. Und das war ein unglaubliches Gefühl von Freiheit und Freude und Ekstase. Das ging also sehr, 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 sehr schnell. Aber der Moment war halt einfach unbeschreiblich schön. Wunderschön. Das ist dieses Gefühl des Zuhause ankommen gewesen. Was ich glaube, was wir immer hier suchen, indem wir ein Haus bauen, einen Partner haben, Kinder kriegen, so dieses vertraute Heim, dieses Gefühl, das war plötzlich da. Nach dem Motto, hier bist du jetzt zu Hause. Das war wunderschön. Und dieses Gefühl, der Körper ist frei. Es ist ein ja ein Verschmelzen mit diesem Licht und dieser Musik. Also diese Musik hat in mir geklungen, die kam gar nicht von außen, obwohl ich gar nicht irgendwo innen war. Ja, dieses Gefühl war eine absolute Vertrautheit. Eine wahnsinnige Vertrautheit. Ich habe dieses Gefühl hier im Leben noch nie vorher gespürt. Auch noch nie so intensiv gespürt und diese Zufriedenheit. Also, die ist ansteckend. Ne? Und da freue ich mich auch schon drauf, dieses Gefühl irgendwann nochmal empfinden zu dürfen. Und dieses Nachhausekommen, das ist schon. Deswegen sage ich heute auch immer zu den Leuten, ist zwar ein schwacher Trost, aber was ein Geschenk, sterben zu dürfen. Weil wir sind frei, wir haben keine Schmerzen. Wir müssen nicht mehr leiden und wir sind glücklich, wenn wir da sind. Du bist neu ins Leben gekommen. Und was hat sich in deinem Leben dann geändert und was hat sich an dir geändert? Zwei Sachen. Also das Erste ist, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, diese unglaubliche Freude übers Leben. Also einfach leben. Und zwar mit Leben meine ich nicht nur das glückliche, tolle Leben, wenn alles in Ordnung ist. Das Glücklichsein und was weiß ich, alles, was schön ist. Sondern das Leben mit allem, also auch Schmerz, Trauer, Verzweiflung, Enttäuschung. Ich bin, so komisch es klingt, dafür auch dankbar, weil es bedeutet, ich lebe. Auseinandersetzung, Streit, das gibt mir das Gefühl, ich lebe nicht, dass ich das jetzt suche, aber ich habe jetzt erst verstanden, dass das die Gesamtheit von dem Leben bedeutet und nicht das, was ich so früher die Vorstellung hatte, Leben ist, wenn ich es mir möglichst schön mache. Ne? So, wenn alles eititaiti ist, wenn alles perfekt ist, wenn alles gut ist, wenn man jung und schön und was weiß ich und reich und was halt so, was einem so vorgegaukelt wird, was das Leben ist. Ne? Und wenn ich noch, was weiß ich, dieses tolle Kleid habe und dieses tolle Auto und den tollen Job und keine Ahnung, diese Auszeichnung, dann ist das Leben so ein Quatsch. So ist es überhaupt nicht. Was verändert sich eigentlich bei den Menschen durch eine Nahtoderfahrung? Ja, Sie sagen erstens, Tod war nicht tot. Ich war mehr lebendig, als ich jemals gewesen bin. Ich war da zu Hause, da war vorbehaltlose Liebe und Akzeptanz, da war Weisheit. Ich hatte Antwort auf alle Fragen, bevor ich sie gefragt hätte. Und ich habe das Gefühl, in der Nahtoderfahrung, dass alles miteinander verbunden ist. Es ist eine Einheitserfahrung, eine Erfahrung von Einsseins. Und als Sie zurück im Körper sind, ist das Gefühl von Einsseins, das Gefühl von allgemeiner Verbundenheit, wenn Sie sind verbunden mit allen anderen und mit der Natur, mit der Erde, das Gefühl ist noch immer da. Das ist das Aspekt des nicht lokalen Bewusstseins, das ist Bewusstsein ohne Zeit und Distanz, ist immer da. Und das ist, was wir auch die erweiterte intuitive Sensitivität nennen können. Und Sie wissen dann auch, dass das, was wichtig ist im Leben, ist die Akzeptanz und vorbehaltlose Liebe nach einem selbst. Als erstes, das ist so sehr schwer, sich selbst akzeptieren, auch mit den negativen Aspekten. Dann die Akzeptanz und Liebe nach anderen und nach der Natur. Und sie haben auch mehr, sind mehr interessiert in Spiritualität. Der Sinn des Lebens hat sich geändert.
So, kein Furcht mehr vor dem Tod, was das heißt auch, kein Furcht mehr für das Leben.